Brauchtum ist ganz wichtig, um die Identität von Städten und Orten zu erhalten. Ich glaube, dass die Bedeutung sogar zunimmt und das kann man am Oktoberfest studieren. Je mehr internationale Gleichförmigkeit herrscht im Zeitalter der Globalisierung, desto mehr haben Menschen den Wunsch, sich zu ihrer eigenen Region zu bekennen und dort als Einheimische erkennbar zu sein und sich mit ihrer Herkunft zu identifizieren. Als ich ein Student war, hat man auf der Wiesn nur Jeans gesehen, nichts anderes. Und heute tragen selbst Gäste aus den entlegensten Ländern und Erdteilen Lederhosen. Das heißt, sogar Gäste empfinden Brauchtum als eine hohe Qualität in Bayern und in München und wollen sich dem anschließen. Und sie sind damit nicht nur Zaungäste oder Besucher des Festes, sogar Bestandteil der Kulisse, die andere Menschen wieder gerne aufsuchen. Und das wird meines Erachtens auf absehbare Zeit zunehmen. Auf der einen Seite gibt es den objektiven Trend zur Globalisierung. Die Kinder werden in Sydney oder Washington arbeiten, aber es gibt auch den Trend zur Identifikation mit der eigenen Region und selbst Gäste aus nah und fern schließen sich dem an. Er kann an vielen Anlässen sogar kostenlos teilnehmen. Das beginnt mit dem Einzug der Wiesnwirte, der sich mit herrlichen Brauereirössern quer durch die Altstadt zieht. Das geht am ersten Sonntag weiter mit dem Trachten- und Schützenzug, der die ganze Vielfalt europäischer Trachten zeigt und inzwischen ein Völkerfest geworden ist. Am mittleren Sonntag gibt es das berühmte Konzert der Wiesenkapellen zu Füßen der Bavaria. Das muss man einfach erlebt haben. Und am letzten Sonntag haben die Schützen das Sagen zu Füßen der Bavaria, wenn sie ihre Schützenkönige ehren und auch traditionelle Märsche spielen lassen. Ich glaube, die Traditionspflege ist hier an besonderen Ereignissen immer prägend.